Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Wie immer fangen wir natürlich mit letzter Woche an. Ich habe letzte Woche die Review hochgeladen zur Devil May Cry HD Collection. Die habt ihr natürlich wieder super gut aufgenommen, also danke dafür, danke für jedes Daumen hoch. Hilft mir natürlich wirklich sehr. Ich habe jetzt alle Teile durchgespielt und ich muss sagen, Devil May Cry natürlich alle Teile. Der zweite vielleicht nicht so, okay, gebe ich zu. Sind wirklich super genial. Und falls ihr die Review noch nicht gesehen habt, ich werde natürlich wieder Anmerkungen hier machen und in der Beschreibung die Links reinpacken. Ich habe auch noch den blutigen Palast ein bisschen gezockt, wollt ihr ein bisschen Gameplay von sehen. Und ich kam auch wirklich relativ weit. Am Anfang habe ich ein bisschen auf den Sack bekommen, weil manche Endgegner einfach nur, ja, die waren einfach ein bisschen schwer, sagen wir es mal so. Und natürlich auch dazu Links alles in der Beschreibung. Und natürlich reden wir über den Elefanten im Raum. Prototype 2. Ich habe letzte Woche schon versucht, die Videos hochzuladen und leider wurden die mir gesperrt, der erste Part und mein Unboxing sogar. Das fand ich richtig scheiße, dass mein Unboxing gesperrt wurde. Ich weiß nicht warum, aber okay. Ich werde morgen, also Dienstag, wenn ihr es seht, mit dem Prototype Let's Play anfangen. Da kommt es raus und dann sind wir auf der sicheren Seite, dass ihr wirklich alle Videos sehen könnt. Ich bin schon wirklich ziemlich weit im Spiel. Ich habe es auch schon fast durch, kann ich sagen. Also ich bin nicht kurz vorm Ende, sagen wir so. Ja, so Mitte, Ende, so in der Nähe bin ich, so kann man sagen. Und ich muss bisher sagen, das Spiel macht wirklich sehr viel Spaß. Man kann eine große Welt erkunden, hat viele Moves drauf. Man springt durch die ganze Stadt. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Ihr werdet natürlich morgen komplett das ganze Gameplay sehen, was ich aufgenommen habe. Das komplette Let's Play und wie immer natürlich werde ich ein Review dazu machen. Also könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, was noch? Die Diablo 3 Beta war dieses Wochenende. Die habe ich ein bisschen gezockt. Ich hatte sogar vor, mit meinen Kollegen aufzunehmen, aber wir hatten ständig das Problem, am Anfang kam man natürlich nicht rein. Blizzard hat gesagt, hier 21 Uhr deutscher Zeit könnt ihr reinkommen. Ging natürlich nicht. Wer Blizzard kennt, wer den WoW-Start miterlebt hat von Cataclysm oder irgendeinen anderen Start von WoW, wird es erlebt haben. Die testen erst die Server und wir kamen wirklich... Mein Kollege hatte Glück, der kam schon nach einer knappen Stunde rein. Und ich musste tatsächlich noch warten, ich weiß nicht, 2 Stunden oder so hat es gedauert noch. Wir haben ein bisschen in die Nacht gezockt, weil ja schließlich Wochenende... Da geht das ja, und dann bin ich reingekommen und wir haben ein bisschen gezockt, aber wir sind dann immer wieder vom Server geflogen und dann musste ich die Aufnahme immer wieder neu starten und da habe ich gesagt, ach, lass es einfach sein, die Beta, das Spiel kommt eh in 3 Wochen raus, war ja nur die Beta und klar, ich werde das Spiel auf jeden Fall zocken, 15. Mai kommt es raus, ich denke, ich werde es sogar schon in der Nacht zocken, ich hoffe, die Server sind bereit, dass wir direkt starten können, alles kein Problem, Review wird dazu kommen, wird auf jeden Fall ganz groß. Ich habe jede Klasse jetzt gezockt. Ich habe eine Zauberin erstellt, einen Hexendoktor, einen Mönch, einen Barbar und ich werde definitiv beim Barbaren bleiben. Das ist, der Typ ist einfach nur genial. Er geht da hin und einfach nur, bam, mir Viecher explodieren, ich springt rein und alles. Das ist einfach nur genial. Ein Kollege von mir wird auf jeden Fall den Mönch spielen und wir haben noch eine Zauberin. Das wird auf jeden Fall super geil werden. Ich freue mich schon riesig drauf. Und ja, Diablo 3 Beta, super genial. Prototype 2 startet morgen. Jetzt habe ich nur vor kurzem erfahren, so ein bisschen am Rand, Call of Duty wird bald angekündigt. Ja, ich bin natürlich auch ein riesiger Call of Duty Fan, auch wenn es jedes Jahr rauskommt. Ich mag die Reihe, ich spiele schon seit dem zweiten Teil. Ich habe meine Kollegen damals immer abgezogen. Hat sich ein bisschen über die Jahre geändert, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, Call of Duty macht einfach riesigen Spaß. Soll es jedes Jahr rauskommen, ist zwar immer das Gleiche, aber es macht Spaß. Kann mich da wirklich immer nur wiederholen. Ja, am 1. Mai soll es angekündigt werden und ich gehe mal stark davon aus, dass das Call of Duty Black Ops sein wird. Was anderes käme nicht in Frage. Es ist bestimmt der zweite Teil von Black Ops. Und ja, es wird während dieser NBA-Spiele, Basketball-Spiele angekündigt, in der Halbzeit, denke ich wieder, wird die Werbung angezeigt und ich bin gespannt. Wird wahrscheinlich nur ein Teaser sein. Ich denke nicht, dass sie so viel Gameplay zeigen werden, wie man, wer entwickelt das mal? Treyarch, genau. Erst war es jetzt Infinity Ward und jetzt Treyarch. Und wer die kennt, der weiß, Multiplayer kommt immer ein bisschen später, der Singleplayer wird dann erst gestartet und dann wird das immer so aufgebaut bis zum Release halt. Kennt man ja. Ja, das noch. Ich kann mich ja auch nur wiederholen, kommt ja leider die letzte Zeit nicht viel raus. Max Payne 3 natürlich, direkt nach dem Start von Diablo. Ich werde es wahrscheinlich schon wieder eher kriegen, aber ich muss ein bisschen aufpassen. Rockstar Games sind da genauso, die wollen einfach nicht, dass man vor dem Release die ganzen Videos sieht, also... Werde ich es, denke ich, zum deutschen Start auf jeden Fall hoch haben. Kein Problem. Vielleicht sogar schon eher, vielleicht zum US-Start. Vielleicht startet das aber auch weltweit, weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, er startet zur selben Zeit wie Diablo. Am 15. meine ich. Kann aber auch der 16. sein, ich weiß es gerade nicht so genau. Aber wird auf jeden Fall der Hammer. Ich habe die Xbox-Version schon vorbestellt. Unboxing wird kommen. Und ein komplettes Display plus Review. Alle drum und dran, ihr seid komplett versorgt hier. Und natürlich Guild Wars wird kommen im Juni. Ich habe es auch schon vorbestellt. Sollte auf jeden Fall richtig, richtig geil werden. Okay,
alle Beschreibungen. alle Links natürlich in der Beschreibung und ich werde Anmerkungen hier oben machen, alles kein Problem. Wie gesagt, Prototype morgen, könnt ihr euch schon darauf freuen. Ich wollte es heute hochladen, aber ist mir ein bisschen zu riskant. Und ja, wird auf jeden Fall geil. Prototype 2 macht einen riesigen Spaß, kann man wirklich nur empfehlen. Review wird dazu kommen und ja, das war's soweit mit der Wochenvorschau. Wir sehen uns dann morgen zu Prototype 2. Hoffe, ihr habt damit viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Hilft mir wirklich super gerne, super viel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.